not gonna waste my life dreaming of a day. I won't stand up and let you break my bones. I gotta learn to quit and fight with the ghosts. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es meine Antworten zu den Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich habe jetzt nicht so sonderlich viel Zeit dazwischen gelassen. Also das Video kam Donnerstag online, Donnerstag. Und heute ist Montag. Aber ich habe jetzt gerade Zeit und würde das gerade drehen, wenn jetzt noch sehr viel mehr Fragen auftauchen würden und das Video nicht sofort hochgeladen werden würde. Dann setze ich mich beim nächsten Mal, wenn ich drehe, dann einfach noch ein Schnipsel hier hinten dran. Also nicht, dass ihr euch vielleicht wundert, warum ich vielleicht am Ende nochmal anders aussehe. Und ich habe die Fragen auf meinem Handy hier. Vielleicht schneide ich das auch einfach dann hier raus, wenn ich das suche. Weiß ich noch nicht, wie faul oder motiviert ich dann bin. Ja, ich hoffe, das Video wird nicht so lang wie das letzte Fragenvideo, aber ihr habt nicht so viele Fragen gestellt und einige haben sich auch wiederholt. Und ich fange jetzt einfach mal an mit dem ersten Kommentar. Der kommt von Sparkle und sie hat, um Gottes Willen, ich will hier niemanden verletzen oder beleidigen. Auf jeden Fall wurde gefragt, ob ich mal ein 20 Facts About Me Video machen kann. Könnte ich machen, aber ich habe vor ziemlich genau 2 Jahren oder 2,5, relativ am Anfang meiner YouTube-Zeit, mal ein 50 Facts About Me Video gemacht und ich schätze, das ist noch relativ aktuell, also mindestens 20 Fakten würden davon auf jeden Fall aktuell sein. Das kann ich euch gerne in der Infobox verlinken. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich da gesagt habe. Ich kann mich nur erinnern, dass ich mal, dass einen Fakt kann ich mich erinnern, dummerweise irgendwie, dass ich gesagt habe, dass ich auf einer bestimmten Seite mal anfange, meine Zähne zu putzen. Ein Fakt über mich, der relativ, na gut, das ganze Video ist relativ überflüssig, aber es geht ja darum, mich kennenzulernen. Wenn ihr da jetzt echt Interesse habt, dass ich nochmal mir 20 Fakten ausdenke, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, dann würde ich so ein Video einfach nochmal machen. Ansonsten gibt es das schon auf meinem Kanal. Damit wir dich besser kennenlernen, war dann auch der Kommentar dazu. Und wie alt bist du eigentlich? Ich bin 23 Jahre alt. Ich finde, das ist eine Scheißzahl. Ich finde, die Zahl 23 an sich ist irgendwie doof. Also jetzt das Alter, keine Ahnung, aber die 23, 22 ist cool, ist eine Schnapszahl. 24 klingt auch besser, aber 23, das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich weiß auch nicht. 23 gefällt mir einfach als Zahl nicht. Komisch. Fühlt sich jetzt aber nicht besonders anders an als 22. So, nächstes. Magdalena hat gefragt oder hat ganz viele Fragen gestellt. Was ist deine Lieblingseissorte? Das ist Stracciatella. Ich liebe Stracciatella. Also ich mag Vanille sehr gerne und ich finde, die ist so schön, wenn man dann so kleine, so Schokoladenstückchen, Plättchen drin hat, die dann irgendwie im Mund noch so knacken und irgendwie, ja, Stracciatella ist so meine Lieblingssorte. Ansonsten mag ich auch sowas wie Cookie Dough oder was weiß ich, aber Vanille ist immer gut und wenn in Vanille irgendwas drin ist, ist auch gut. Was ich nicht so gerne mag, ist so Fruchteis. Also so Sorbet-Eis okay, aber was ich echt nicht mag, sind so Fruchtstücke in irgendwas drin. Das kann ich weder im Saft leiden, noch im Eis, noch im Kuchen. Ich finde das, also so ein normaler Tortenboden mit so frischen Früchten drauf und dann so dieses Glibberzeug drauf, das ist okay, aber so in den Kuchen reingebacken, wenn das so richtig matschig ist, ach, das mag ich nicht. Dann Zimmertür lieber offen oder zu? Früher immer zu, interessanterweise, aber jetzt inzwischen immer öfter offen. Ich wohne ja noch bei meinen Eltern, die stehen dann immer relativ früh auf. Also mein Vater steht um 5 Uhr morgens auf. Oh Gott, da ist die Tür natürlich nachts zu. Aber sollte ich mal alleine sein oder irgendwie Wochenende, dann habe ich sie gerne auf, weil in meinem Zimmer es wird so schnell stickig. Und den Tag über ist sie eigentlich komplett immer auf. Also das war früher anders, da hatte ich sie komplett immer zu, aber inzwischen habe ich sie eigentlich fast immer offen. Dann, schläfst du mit oder ohne Socken? Ohne Socken. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben mit Socken geschlafen. Nee, da könnte mir noch so kalt sein, das könnte ich irgendwie nicht. Weiß nicht. So. Nee. Aber ich kenne, also ich habe eine Freundin, die macht das immer mit Socken. Ich bin komisch. Weiß auch nicht. So, warst du schon mal so richtig besoffen? Ja. Nächste Frage. Allgemein, trinkst du Alkohol? Ja, aber jetzt nicht übermäßig. Also ich hau mir nicht jedes Wochenende
irgendwie 15 Tequila-Shots rein oder sowas, um Gottes Willen. Ich trinke wenig, sehr, sehr wenig. Also es ist meistens so, ich lebe jetzt hier nicht in der Großstadt mit einer super tollen Verkehrsanbindung. Das heißt, zu meinen Freunden komme ich eigentlich auch immer mit dem Auto, wenn wir nicht gerade eine Fahrgemeinschaft bilden. Aber ich bin häufig diejenige, die fährt, weil mir das eigentlich auch nichts ausmacht. Und wenn ich fahre, dann trinke ich sowieso nicht. Und ansonsten so Silvester mal. Also da lässt man es dann vielleicht mal ein bisschen krachen, wenn man halt nicht fahren muss. Das ist natürlich immer blöd, wenn man an Silvester fahren muss. Ansonsten muss ich halt, wie gesagt, immer mit dem Auto irgendwo hinfahren. Also das kommt so selten vor. Ich bin nicht so ein Clubgänger oder Bargänger oder das kostet doch alles ein Schweinegeld dann. Und wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, habe ich auch echt ohne Alkohol Spaß. Also ich habe jetzt nichts gegen Alkohol oder so, aber ich trinke nicht viel Alkohol. Zumal, wenn man jetzt mal so sich überlegt, man grillt vielleicht und dann trinkt man Bier. Aber ich mag kein Bier, deswegen fällt das schon weg. Und dann macht keiner eine Flasche Sekt auf beim Grillen, weil das irgendwie halt nicht passt. Und dementsprechend, ja, ich trinke Alkohol, aber echt nicht viel. Sehr überschaubar. Dann, wie steht's momentan mit der Liebe? Ja, ich lese viel darüber. Dann, was war dein peinlichstes Erlebnis? Es gibt zu viel Auswahl. Zu viel Auswahl. Also. Das passt gerade zu der Frage, wie steht's mit der Liebe? Okay, ich erzähle euch was. Wir sind ja hier unter uns, ist ja nur im Internet, ne? Aber das, was mir gerade einfällt, eine Begebenheit, die noch nicht so lange her war. Und das war mir sehr, sehr peinlich. Wahrscheinlich ist es allen anderen nicht peinlich, aber mir war es einfach peinlich, weil es so typisch ich ist. Aber es ist wahrscheinlich nicht das Peinlichste, es ist mir bestimmt schon Schlimmeres passiert, das fällt mir nur gerade nicht ein. Auf jeden Fall war das so, ich war in der Bahn und dann kam so ein Typ angerannt mit seinem Fahrrad und dann habe ich halt die Tür so offen gehalten und dann ist er rein und der sah schon sehr, sehr gut aus. Das war schon Schnuckelchen, ne? Und ich habe dann halt immer so ein bisschen rüber geguckt, also ich stand an der Tür. Ich musste auch nur zwei Stationen fahren. Immer so rübergeguckt, immer so rübergeguckt und man steht ja dann so da und dann versucht man ja halbwegs so ordentlich auszusehen, ne, dass man jetzt nicht gerade irgendwas Blödes macht. Und kennt ihr das, wenn euch das hier irgendwo so kitzelt, so unter der Nase und du jetzt nicht gerade so machen willst, dann macht man manchmal so, ne? Und in dem Moment, wo ich so mache, guckt mich der Typ an und das war mir sehr peinlich. Also irgendwie, tja, fail. Vielleicht ist das für euch nicht peinlich oder so. Mir war das sehr peinlich in dem Moment, wo ich so eine komische Hasenschnute mache. Das ausgerechnet, dann muss er rüber gucken. Ja, das ist Story of my life, wie man so schön sagt. Und dann, was isst du am liebsten? Das, was meiner Mama kocht. Nein, also Lasagne. Ich mag Nudeln sehr gerne. Ja, meine Mama macht eine sehr gute Lasagne. Keine Ahnung. Eigentlich mag ich Weihnachten sehr gerne, weil da gibt es bei uns immer Fondue. Aber das hängt nicht unbedingt mit dem Essen zusammen, sondern einfach mit der Situation, weil das essen wir tatsächlich auch einfach nur einmal im Jahr Fondue. Also Fleischfondue so. Und das ist einfach was Besonderes dann. Also wenn es dieses Essen gibt, ist einfach ein besonderer Anlass. Aber das wäre halt einfach nicht das Gleiche, wenn es das so, weiß ich nicht, jetzt Juli, August geben würde. Dann wäre das nicht mein Lieblingsessen, aber so ist es das Lieblingsessen, weil es an Weihnachten ist. Wenn ihr versteht, was ich meine, ich versuche nicht zu wirr zu reden, wir machen einfach weiter. Welchen Schauspieler würdest du gerne mal daten? Ja, aus aktueller Situation gegeben, würde ich sehr gerne Dylan O'Brien daten. Ja, aus Teen Wolf, der spielt den Stiles, der spielt aber auch den Thomas in Maze Runner. Aber gerade in Teen Wolf. Ich liebe ihn. Und ich habe jetzt gerade die Serie nochmal durchgeguckt. Und die fünfte Staffel ist ja jetzt in Amerika gerade am Laufen. Und oh Gott, ich bin so verknallt in den. Also, wenn ich den auf der Straße sehen würde, würde ich, glaube ich, echt. Ich würde ihm wahrscheinlich hinterher schleichen. Vermutlich. So. Welche Jahreszeit magst du am liebsten und warum? Ich mag den Frühling am liebsten. Erstens mal habe ich da Geburtstag. Hehehe. Aber ich mag das nicht, wenn es im Winter so knatschig und eklig ist. Und dann im Frühling wird halt einfach alles so grün und es fängt an zu blühen und es wird wärmer und man kann sich so aus seinem Zwiebellook herausschälen und es wird einfach so schön. So diese Sache, einfach die Welt erblüht und das finde ich einfach im Frühling toll. Die Temperatur ist prima. Manchmal hat man gutes Wetter, inzwischen ist es ja mehr so, dass man den Sommer in den Frühling schiebt und sich alles irgendwie ein bisschen verschiebt. Den Herbst mag ich auch sehr gerne, aber im Herbst ist es ja so, dass man sich immer mehr einpackt und es halt auf diese eklige Jahreszeit zugeht. Von daher finde ich den Frühling noch einen Ticken schöner. Das ist meine Lieblingsjahreszeit. Ja.
Dann Cornflakes mit Milch oder ohne? Oder mit oder ohne Milch? Mit. Was würde ich denn sonst? Oh, ja, meine Mutter hat mal so Müsli mit Orangensaft gegessen. Das finde ich nicht so. Nee. Also mit Milch. Oder so ganz trocken ist auch blöd. Nee, Milch. Ganz normal. Kaffee oder Tee? Tee, weil ich keinen Kaffee trinke. Und das war's von Magdalenas Kommentar. Dann machen wir weiter mit Finja. Sie hat geschrieben, und das ist eine Frage, die relativ häufig aufgekommen ist, und dementsprechend werde ich das jetzt mal so in eins packen. Also sie fragt, machst du deinen Master? Dieses ganze Thema von wegen Bachelor, Master, Umzug wurde jetzt ein paar Mal gefragt. Heute war es soweit, dass ich meine Bachelorarbeit angemeldet habe. Also ich mache ja meinen Bachelor in Linguistik in Frankfurt. Dementsprechend habe ich jetzt genau 9 Wochen Zeit, bis ich meine Bachelorarbeit abgeben muss. Es wird ernst. Und ja, also Bachelor ist jetzt dabei zu schreiben. Dementsprechend wird es vermutlich jetzt auch sehr unregelmäßig Videos geben, weil ich damit jetzt sehr viel zu tun habe und ich jetzt nicht mehr weiter aufschieben kann. Ja, da, jemand hatte noch gefragt, wie mein Thema ist. Und zwar heißt dieses Thema phonologische Aspekte der Sprachproduktion und Evidenz der Versprecherforschung. Ja, das wird Nicht-Linguisten jetzt auch wenig sagen und wahrscheinlich wenig interessieren. Und das ist jetzt auch nicht so mega interessant, aber es geht hauptsächlich um das Thema Versprecher, weil ich das so mit noch ziemlich interessant fand, was da passiert. Und es gibt verschiedene Arten von Versprechern und all sowas. Und das ist das Thema für meine Bachelorarbeit. Und ja, ich werde meinen Master machen. Ich habe eine Zusage bekommen. Leider habe ich keine Zusage von Frankfurt bekommen für ein Fortbildungsprogramm, für das ich mich anmelden wollte. Da haben die mich leider nicht genommen. Ja, und dementsprechend mache ich jetzt meinen Master in einer anderen Stadt. Ich erzähle euch jetzt noch nicht, welchen Master ich mache, und ich erzähle euch auch nicht, welche andere Stadt es ist, weil ich will irgendwie nichts beschreien, was noch nicht komplett feststeht. Also eigentlich ist es komplett fest. Ich bin da angenommen. Ich werde da hinfahren. Ich werde mich da einschreiben. Wir gucken uns momentan auch Wohnungen an. Morgen fahre ich dahin und schaue mir persönlich sozusagen eine Wohnung an. Aber ich will einfach erst darüber so richtig sprechen, wenn es komplett dingfest ist. Also wenn ich einen Mietvertrag unterschrieben habe, wenn ich die Immatrikulation habe und wenn ich da bin irgendwie. Und ihr werdet das sicher mitbekommen, wenn Umzug ist, dann werde ich das nochmal erzählen, weil ich dann auch gar keine Zeit mehr wahrscheinlich für irgendwas anderes habe als für diese Sache, dass sich das halt auch alles noch mit überschneidet in den letzten Wochen. Klar, ich muss Ende September meine Bachelorarbeit abgeben und im Oktober fängt das Studium an. Dementsprechend wird sich das alles so ein bisschen chaotisch stauen. Ja, also es geht weiter. Ich werde umziehen, aber ich möchte euch das tatsächlich auch erst sagen, wenn alles bombensicher ist, weil ich will jetzt hier nichts also anschreiben an, was will ich eigentlich sagen? Ich will jetzt hier nichts beschreien, und wenn irgendwas dazwischen kommt, keine Ahnung wie, und dann, das fände ich irgendwie doof. Dementsprechend, ja, wird das zu seiner Zeit kommen und dann werdet ihr darüber informiert sein. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen blöd und das Video ist ja klar, ihr solltet die Fragen bekommen, aber ich denke, ihr könnt das verstehen. Ihr werdet das ja erfahren. Also ich werde euch das erzählen, ich werde euch das sagen, was da kommt und wo das dann auch ist. Da habe ich kein Problem mit euch, das zu erzählen. Aber ich möchte es einfach jetzt noch nicht machen, wenn jetzt gerade alles so im Umbruch ist und es halt einfach noch nicht schwarz auf weiß auf dem Papier ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, das einfach mal zu dieser ganzen Sache, Thema Studium und wie geht's weiter. Dann hat Mümpfelchen eins gefragt, was ist deine Lieblingsserie und dein Lieblingsfilm? Sehr gute Frage. Also meine Lieblingsserie ist, keine Ahnung, immer das, was ich aktuell gerade gucke. Also momentan gucke ich Pretty Little Liars und Teen Wolf, und ich habe mal so ein Serienvideo gemacht. Schau dir einfach das an, da findest du Serien, die ich alle schon geguckt habe und gucken werde, wollen, wie auch immer. Ich habe jetzt nicht so eine unbedingte Lieblingsserie. Also zum Beispiel Gilmore Girls habe ich jetzt schon mehrfach durchgeguckt, mag ich sehr gerne. Und irgendwie ist mein Pony zu lang, ich muss mal wieder schneiden, es fällt mir die ganze Zeit ins Gesicht. Ja, meine Lieblingsfilme. Ich mag sehr gerne Mamma Mia. Den Film liebe ich, den habe ich ja schon tausendmal geguckt. Und jedes Mal, wenn ich ihn gucke, habe ich einen Ohrwurm davon. Ich mag sehr gerne den Film Valentinstag. Ich mag sehr gerne Briefe an Julia. Das sind einfach so Feel-Good-Filme für mich und die kann ich einfach immer öfter schauen.
Es gibt natürlich noch tausend andere Filme, die ich unglaublich gut finde. Vielleicht sollte ich mal so ein Filme-Video auch einfach nochmal machen zu meinen Lieblingsfilmen. Aber ich mache ja eigentlich so eine DVD-Sammlungsreihe. Wobei ich auch nicht alle Filme, die ich mag, besitze. Ja, also so Feel-Good-Filme mag ich einfach sehr gerne. Wobei auch sowas wie Das Schicksal Samy Seferit ein unglaublich toller Film war und der jetzt nicht unbedingt so Feel-Good-mäßig war, aber egal, auf jeden Fall. Ich will das jetzt auch nicht zu weit ausfahren. Also sagen wir einfach Mamma Mia, Valentinstag und Brief an Julia. Das sind so gerade die, die mir einfallen. Dann, möchtest du mal heiraten? Ja, und ganz in weiß mit einer Schar von Brautjungfern. Am liebsten mit einer Kutsche und einem Pferd. Ich möchte wie so eine kleine Prinzessin an dem Tag sein. Und das, ja, ist lächerlich und kitschig, aber das ist mir egal. Davon träume ich, seit ich klein bin. Und wahrscheinlich kommt es ganz anders, als ich mir das erträume. Aber ja, ich möchte auf jeden Fall heiraten. Dann, Sarah fragt, Lieblingsschauspieler, Schauspielerin? Puh. Das habe ich auch nicht so wirklich. Ich mag sehr gerne Amanda Seyfried. Ich mag sehr, sehr gerne Rachel McAdams. Oh, wie ein einziger Tag fällt mir da ein. Also, wenn die in einem Film mitspielen, dann gucke ich mir den eigentlich auch immer an. Also, wenn es irgendwie interessant für mich klingt, weil ich die sehr gerne mag, dann Channing Tatum. Den schmachte ich einfach gerne an. Puh, wen mag ich denn noch gerne? Ja, das ist natürlich blöd, wenn man sich so gar nicht vorbereitet. Also ich nehme jetzt mal so Filmschauspieler, ne? Hier, Dingens. Wie heißt der denn? Marshall von How I Met Your Mother. Den finde ich ja auch sehr lustig. Und die Filme, die er so gemacht hat außerhalb, waren ja auch ganz witzig. Ach, so diese so Hollywood-Sternchen. Oh, ganz klar, Jennifer Lawrence. Ich liebe diese Frau einfach. Nicht unbedingt die Rollen, die sie spielt. Also ich finde, sie ist eine so grandiose Schauspielerin. Aber die ist einfach als Person so witzig. Ich kann damit Stunden zubringen, mir Interviews mit der anzugucken. Ich finde die so sympathisch. Also das ist so eine lustige Person. Das ist unfassbar. Ich war ganz erstaunt, als ich das erste Mal irgendwie ein Interview von ihr gesehen habe und dachte, was ist das denn für eine coole Socke? Also die ist so cool. Die ist meine Lieblingsschauspielerin, weil die ist einfach ein so witziger Mensch. Unfassbar. Ich finde sie grandios. Dann, welches Land würdest du gerne bereisen und warum? Ich möchte sehr, sehr, sehr gerne mal nach Großbritannien, also nach England, Schottland und Irland, jetzt mal spezifisch. Ich möchte London sehen, ich möchte Dublin sehen, aber es gibt so viel, was ich gerne noch sehen möchte, als mich da auf ein Land zu beschränken. Aber das ist schon was, wo ich sehr gerne mal hin möchte. Also nach Großbritannien, das ist schon. Warum? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Also, ich finde ja das Britisch-Englisch irgendwie witzig, aber ich glaube auch so bei den Iren, ich glaube, das sind einfach ganz coole Leute da und die Landschaft ist natürlich traumhaft und London ist so eine Metropole, die finde ich, muss man einfach mal gesehen haben. Das reizt mich einfach da mal hinzufahren und ja, keine Ahnung, ist einfach so. Das habe ich schon ganz lange so im Kopf, dass ich da einfach gerne mal hin möchte. Ja. Dann warst du schon mal in der Schweiz? Jein, also ich bin durchgefahren, mehrmals. Also wenn wir in den Urlaub gefahren sind, nach Spanien oder nach Italien, wobei nach Italien fahren wir, glaube ich, immer über Österreich, sind wir doch schon über die Schweiz, doch auch über die Schweiz. Also immer nur durchgefahren, wenn wir in Urlaub sind, also nie so richtig in der Schweiz und ja. Also kann ich nicht sagen, also eigentlich kann ich nicht sagen, dass ich mal richtig in der Schweiz war. Also ich bin über den Boden gefahren und war vielleicht mal auf einer Raststätte, aber dass ich so richtig in der Schweiz mal war für längere Zeit, kann ich nicht sagen. Dann Lieblingsmarke Kleider. Keine Ahnung. Ich kaufe so bei den normalen Modehäusern ein. Also so H&M, C&A. So das da Zeug. Ich habe da echt keine Favoriten. Also ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, ich muss jetzt von Esprit was haben oder von Mango oder keine Ahnung. Ich gebe echt ungerne viel Geld für Klamotten aus, weil ich das, weiß nicht, da bin ich echt knausrig. Also so eine Hose für 100 Euro, da denke ich mir immer, nee, das ist, das, nee. Also da habe ich echt Hemmungen. Also viel Geld ausgeben für so normale Klamotten. Klar, wenn man jetzt sich irgendwie ein tolles Kleid oder sowas kauft, ist das was anderes. Aber für so stinknormale Klamotten, so eine Jeans oder ein Pulli,
da muss ich echt nicht viel Geld ausgeben. Also das ist mir dann auch nicht wert, wenn das jetzt, was weiß ich, 100% Kaschmir oder sowas wäre. Da lege ich echt gar keinen Wert drauf und deswegen, ich kaufe einfach, was billig ist und was mir gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann, Feline fragt, könntest du überall lesen oder nur an bestimmten Orten zu bestimmten Momenten? Also ich kann auch lesen, wenn es um mich herum laut ist, aber ich lese lieber, wenn es um mich herum still ist. Ich kann auch in der Bahn und so lesen, mache ich aber ungerne. Also am liebsten lese ich in meinem Bett und am liebsten lese ich eigentlich abends, also so circa ab 9 oder 10. Sonntags gerne mal auch den ganzen Tag, je nachdem, wie spannend das Buch ist, was ich gerade lese und was ich halt sonst so zu tun habe. Aber eigentlich bin ich eher so ein Abends- und Nachtleser. Wenn dann alles um mich herum still und dunkel ist, dann lese ich eigentlich am liebsten. Mit welchem Alter konntest du lesen und hast du dir dein erstes Buch gewünscht oder nicht mehr vorlesen lassen? Ja, mit wann konnte man denn lesen? So Grundschule, 6. Klasse. Mein erstes Buch war die Jojo-Fibel oder wie die ist. Keine Ahnung. Also ich konnte, glaube, meinen Namen schreiben, bevor ich in die Schule gegangen bin, mehr nicht. Ja, ich habe dann in der Grundschule lesen gelernt, so wie man das normalerweise auch macht. Und ja, mein erstes Buch, habe ich mir mein erstes Buch gewünscht, vermutlich nicht. Vorgelesen bekommen habe ich eigentlich auch nicht. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte, dass ich jetzt hier Vorlesestunde mit meinen Eltern hatte, so gar nicht. Und ich habe sehr, sehr spät erst angefangen zu lesen. Ich mochte lesen früher gar nicht. Irgendwann hat meine Mutter mich so in Anführungszeichen gezwungen. Also hat sie mir so ein Buch gekauft über so einen Hund. Es war aber nicht Winn-Dixie oder Winn-Dixon oder so. Das hatte ich aber auch dann später. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt und ich habe das Buch auch leider Gottes nicht mehr. Da ging es um so einen Hund, der war so strubbelig und schwarz und der hat immer irgendwelche Sachen erlebt. Und das waren dann immer so ganz kurze Kapitel bzw. so kurze Episoden. Und da musste ich dann früher immer eins am Tag oder eins am Abend oder irgendwie so lesen. Das wollte meine Mutter dann einfach auch um Rechtschreibung und Grammatik und sowas zu verbessern. Und so richtig angefangen habe ich ja dann erst viel, viel später. Also ich war nie so die Leseratte. Mal zwischendurch, so Harry Potter hat man dann mal gelesen, aber wirklich viel gelesen habe ich eigentlich als Kind gar nicht. So, also ich habe dann Hörbücher gehört. Also die Harry Potter Hörbücher, die habe ich seit der 6., 7. Klasse dann komplett durchgehört. Aber zählt das als Vorlesen, so als richtiges Vorlesen? Wahrscheinlich eher nicht. Dann, und die Frage, ob du einen Master anschließen. Ja, okay, das haben wir schon geklärt.